Herzlich willkommen, ich bin's wieder, Chris. Und da ich neulich mein Handy verloren habe, möchte ich euch jetzt mal zeigen, wie ihr das Handy über euer Google-Konto orten könnt. So, dann machen wir als erstes mal am PC unseren Browser auf, gehen auf Google, dann auf unser Profilbild, auf Google-Konto verwalten. Dann klicken wir hier links im Menü auf Sicherheit, scrollen runter zu Meine Geräte und klicken auf den Button ein verloren gegangenes Gerät suchen. So, dann seht ihr hier eure Geräte, die mit dem Google-Konto verknüpft sind. Das war hier mein altes Handy, was auch leider nicht mehr aufgetaucht ist. Und das ist jetzt mein aktuelles Handy. Und an dem zeige ich euch das jetzt einfach mal. Wählt ihr das Gerät aus, dann werdet ihr aufgefordert, euer Google-Passwort einzugeben, um die Identität zu verifizieren. Und dann könnt ihr hier auf Suchen klicken. Genau, dann kommt ihr hier in Google Maps und dann wird euer Gerät von Google kontaktiert und ihr seht hier so einen Umkreis, in dem sich euer Gerät befindet, beziehungsweise befunden hat, als es das letzte Mal kontaktiert werden konnte. Bei mir waren das jetzt hier vor 26 Minuten. Ja, und es gibt für diese Methode, also für das Orten, nur zwei Voraussetzungen. Und zwar einmal muss euer Google-Konto natürlich mit eurem Handy verbunden sein und euer Handy muss eingeschaltet sein beim Orten. Das war bei meinem alten Gerät nämlich nicht der Fall und deswegen konnte ich das auch nicht orten. Ja, dann könnt ihr hier auch noch das Gerät klingeln lassen. Falls ihr jetzt zum Beispiel draußen diesen Umkreis hier absucht, dann hilft euch das natürlich, euer Handy schneller wieder zu finden. Dann könnt ihr euer Gerät auch sperren lassen, damit niemand anderes an eure Daten rankommt. Und ihr könnt eure Daten auch vom Gerät komplett löschen, was ich in meinem Fall jetzt auch gemacht habe. Also wenn ihr euer Handy halt nicht wiederfindet, dass dann, wenn das Handy das nächste Mal eingeschaltet wird, automatisch von Google alle Daten von dem Gerät gelöscht werden. Genau, dann hoffe ich, dass ich das mal weiterhilft, euer Handy vielleicht schneller wiederzufinden. Und ja, das war's schon. Ich bin mal raus. Bis bald, euer Chris.